Mich auch. Aber jetzt freuen wir uns alle gemeinsam erstmal auf eine wunderbare Künstlerin, die im nächsten Jahr ein wirklich außergewöhnliches Jubiläum feiern wird. Genau 30 Jahre ist es dann her, dass sie ihren allerersten großen Hit geschrieben hat. Roses of Red. Heute Abend hören wir diesen Hit in einer ganz neuen Version mit einem deutschsprachigen Text. Zum allerersten Mal hier beim Adventsfest. Von und mit der wunderbaren Maite Kelly. Rosen sind rot. Rosen sind rot. Die wunderbare Maite Kelly. Schön, hier zu sein. Du siehst großartig aus. Dankeschön. Rosen sind rot. Roses of Red. Das ist dein erster Hit, den du damals geschrieben hast. Da warst du gerade 13 Jahre alt. Weißt du noch, wie es dazu kam? Ja, wir haben damals Sommer 93. Wir Kellys haben oben auf Insel Fehmarn auf dem Marktplatz, glaube ich, 2-3 Wochen gespielt. Mhm. Und damals war so ein Junge, der war so auch in meinem gleichen Alter, und der kam zu fast allen Konzerten. Wow. Und der sprang immer so. Und ihr müsst wissen, ich fand ihn richtig cool. Der hatte lange Haare hier hinten, aber vorne ganz kurz. Die flogen auch mit dem Wind wie eine Pflanze im Wasser. Kennt ihr so? Ja, und dann hatte ich selbst die gleiche Frisur. Dann hatte er eine Harry Potter Brille gehabt, bevor Harry Potter überhaupt es gegeben hat. Und er hieß auch noch Sören. Und du warst ein bisschen verliebt. Und er war süß und vor allem er war ganz lieb.
Und er wusste jahrelang gar nicht, dass ich diesen Song für ihn unter der Bühne habe ich dann auf meiner Gitarre habe ich. Also ja, wenn Sören heute zuschaut, der wird nicht mehr schlafen können. Da bin ich mir relativ sicher. Liebe Grüße. Der weiß das schon. Liebe Maite. Ja, dieser Song war dann gleich auf dem unglaublichen Erfolgsalbum der Kelly Family zu hören. Und heute Abend wirst du eine ganz besondere Tradition hier beim Adventsfest fortsetzen. Denn du wirst heute zum allerersten Mal das Friedenslicht-Lied singen. Was bedeutet dir diese Premiere? Natürlich als gläubige Frau, Mitschwester an dieser Gemeinde und als Mama versuche ich so gut wie möglich diese Werte auch zu leben in meinem Alltag. Aber Weihnachten, gerade das Friedenslicht aus Bethlehem, gerade dieses Jahr als Sängerin das singen zu dürfen mit den Kindern, die heute Abend alle da sind, ist für mich eine große Ehre, als ja, einfach als Teil dieser großen Familie, die wir hier in Deutschland sind, in Europa. Und deswegen ist es eine große Ehre und es ist für mich als Künstlerin, aber vor allem als Mutter und als Frau, glaube ich, einer der bedeutsamsten Auftritte der letzten Jahre. Maite, dann wirst du dich jetzt noch in aller Ruhe auf diesen ganz besonderen Moment vorbereiten können.